Auf dem Dach des Kinderpalliativzentrums wird eine Vision Wirklichkeit. Der Lichthafen. Neben dem Haupteingang der Westischen Kinder- und Jugendklinik gelangen wir über ein Treppenhaus, einen Fahrstuhl oder diese Verbindungsbrücke in das neue Stockwerk. Der Eingangsbereich ist hell und lichtdurchflutet. Hier können Eltern, die darauf warten, dass ihr Kind aus dem OP kommt, sich ablenken, wenn sie den Trubel vor der Klinik beobachten. Der zentrale Flur hat eine lichte Höhe von über 3 Metern. Das Licht aus runden Öffnungen erscheint wie Tageslicht. Farbduschen der Künstlerin Andrea Behn nehmen Angst, strahlen Zuversicht aus und geben Kraft. Im OP-Trakt liegt links der Aufwachraum, in dem die Eltern bei ihren Kindern sein können. Wir schauen rechts in die Narkoseeinleitung, in die Eltern ihre Kinder begleiten werden. Geradeaus geht es in den Eingriffsraum, wo kleine Prozeduren mit Unterstützung einer Narkoseärztin oder eines Narkosearztes angst- und schmerzfrei durchgeführt werden. Große Fenster im modern ausgestatteten Operationssaal ermöglichen ein optimales Arbeiten mit Tageslichtunterstützung. Gehen wir zurück und weiter zum Personalflur mit Umkleideräumen und Pausenraum für das OP-Team. Durch ein Fenster blicken wir vom Flur erneut in die Narkoseeinleitung. Der Personalgang ist hell und dem Garten zugewandt. Das OP-Personal geht so entspannt zum OP und schöpft Kraft durch Sonnenlicht. Wir kommen erneut zum Wartebereich. Hier warten Eltern zusammen mit ihren Kindern unter einem farbigen Mobile. Im Lichthafen wird ein großes Team für die besonderen Bedürfnisse von jungen Menschen mit komplex-chronischen Erkrankungen und ihre Familien da sein. Nach der OP können die Patientinnen und Patienten bei Bedarf über die Verbindungsbrücke auf die Intensivstation gebracht werden. Eine Vision wird Wirklichkeit, dank Ihrer Unterstützung. Der Lichthafen.